So, und da sind wir bei Tech Town. Heute mal ohne Musik und ohne irgendwas? Nee, das geht aber so nicht. Momentchen. Da müssen wir mal nachhelfen. So. Na? Ah, da ist was. Okay. Muss nur gerade mal die Musik hinzufügen. Dauert einen ganz kleinen Moment. So. Hoffe, das ist laut genug. Und wir fangen jetzt mal an mit Open Broadcast. Alles okay? Ja, super. Ich habe eben, ich werde das jetzt davor oder dahinter schneiden. Keine Ahnung, muss ich da mal sehen. Hier noch ein bisschen Erde geklatscht. Sollte auffallen. Hier ist ganz schön was dazugekommen. Nochmal. Und ja, die Insel wird so langsam, wenn man hier mal auf die Karte guckt, wird die Insel immer und immer und immer und immer, immer, immer größer. Und ja, da arbeiten wir jetzt dahin. Fips ist diesmal nicht dabei, hat leider keine Zeit gehabt, aber ich wollte heute noch das hier auf jeden Fall noch fertig kriegen, damit wir demnächst auch mal ein bisschen Fleisch haben. Das wäre mir eigentlich ganz wichtig. Und deswegen mache ich gerade mal, ich muss auch noch das System fertig bauen. Und ja, da gucke ich jetzt mal. Da mache ich jetzt mal so ein bisschen was alleine. Ich habe mein Power Tool weggelegt. Das ist ein Kapitalverbrechen. So, komm mal her. Power Tool, Power Tool, Power Tool. So, und damit bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Achso, Difficulty 1. Die Difficulty hätte ich auch runtergestellt. So. Der läuft. Oh. Ja, der läuft, aber läuft auch nicht. Weil ich weiß warum. Ja. Zack. Und warte mal, dann machen wir das mal so. Wir brauchen noch Logistik-Chassis und das Extractor-Modul. Da habe ich doch drauf. Modul. Wo ist denn das Modul? Ich habe darauf hingearbeitet, dass ich hier. Ich muss erstmal hier in die Wrench gerade. Ganz klar mit. Wrench brauche ich und. Die ganze Scheiße können wir auch mal ins System wieder reinpacken. Das brauchen wir gerade nicht, damit die Kiste mal wieder leer ist. So, dann machen wir das mal weg hier. Oh, und dann haben wir auch wieder eine leere Kiste mehr. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist kein Modul drin. Hier muss erstmal ein Extractor-Modul rein. Oder, na, Extractor MK2-Modul wäre. Oh, ich bin noch im Cheat-Mode. Da ist was falsch gelaufen. Extractor-Modul. Da brauchen wir das Blank-Modul erstmal zu. Aber das hatte ich ja eigentlich schon gebaut. Genau, hier war das ja. Eisen hat uns gefehlt. Eisen. 1, 2, 3, 4. Ich hätte auch gleich eigentlich mehr nehmen können, weil ich muss ja das Rad sowieso noch upgraden. Na gut, egal. Machen wir erstmal so. Und was brauchen wir denn da alles? Ach so. Redstone und Lapis. Wo ist denn Lapis Lazuli? Hier haben wir Lapis Lazuli. Nehmen wir mal 64 raus, das passt schon. So. Zack, 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 zack. Das ist das Extractor-Modul und wir nehmen ein MK2, denke ich mal. Ein MK2 sollte gehen. Da brauchen wir noch 4 Gold und 4 Eisen. Ich müsste im Prinzip das ganze System nochmal ein bisschen umkrempeln, weil das ist so ein bisschen, naja, es ist noch nicht ganz so ausgereift. Eigentlich sollte die Black Hole Chest nur einen Output haben und sollte im Allgemeinen auch nur einen Zugang haben und der Rest sollte mit, ja, Reinforced Stone schon zugemacht werden, weil das hier ist gerade echt risky, was ich hier mache. Risky 42 sozusagen. So, macht er was? Ja, okay, der schickt die Dinger jetzt schon mal dorthin, können allerdings ja noch nicht rausgepumpt werden, weil wir noch nicht das Extractor-Modul an den Macerator angeschlossen haben. Da müssen wir gerade mal handeln. So, dann haben wir noch ein paar Stone Gears, die müssen wir
alle zu Eisenmann. Ich hole mir hier gerade mal so und hier vielleicht 12, genau. Holen wir uns da mal so viele von. Wir brauchen noch ein bisschen Papier, haben wir nicht mehr. Sugarcane. Ja, haben wir noch. 24 oben sollten auch noch welche stehen, glaube ich. So, ganz theoretisch hatten wir hier oben welche angepflanzt. Zuckerrohrfarm müssen wir auch noch bauen. Oh Gott, es steht uns noch so viel bevor. Ah, hier können wir das gerade mal abernten. Es steht uns noch so viel bevor, das, was wir machen müssen. Da, also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Stoff haben wir noch, um hier ein bisschen was zu machen. Und ja, schauen wir mal, was mal draus mal, was draus wird. Was draus wird. So, wie war denn das jetzt? Ich glaube so. So, so und... Ich habe auch ein paar Themen da vorbereitet, so, ja, ein paar kleine Themen habe ich noch dabei. So in der Runde allein jetzt, ich denke mal so, naja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen. Ich habe jetzt gerade Bock aufzunehmen, deswegen habe ich mal gedacht, Mensch, machst du heute mal alleine. So, ach so, hat gar nicht gereicht vom Papier. Oh, wo kommt der denn her? Was machst du denn hier, mein Freund? Naja, die Power Armor ist natürlich auch overpowered ein bisschen jetzt. So, guck, Chicken. Nehmen wir mal mit. Wir brauchen dringend ja, diese automatische Farben, damit wir hier echt ein bisschen mehr Fleisch haben. Wir brauchen mehr Fleisch, auf jeden Fall. Stone Gear wollte ich zu Eisen Gear machen. Zack. Und Blenkenmodul. Und dann so und dann so, oder? Genau. Machen wir mal zwei sind richtig. Zwei sind richtig, glaube ich. Ja, ja, genau. Genau. Und dann brauchen wir noch zwei Goldgears. Und zack, zack. Jetzt brauchen wir noch... Moment. Haben wir noch ein paar Basic Logistik. Zwei Stück. Das sollte... reicht das? Ich muss gerade mal gucken. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Oh. Moment mal, ich muss mal eben mein Handy ausmachen. Ganz klar, Moment. Stumm. So. Muss gerade mal gucken, ob ich gerade keinen Denkfehler mache. Hier ist ein Extractor-Modul drin. Achso, der fließt dann wieder zurück. Okay. Hier muss eins dran und hier muss eins dran. Also brauche ich zwei. Ja, dann passt es ja genau im Prinzip. Oder? Oder brauche ich jetzt noch was? Hm. Moment. Hier muss dann der Dust-3... läuft der Ofen eigentlich schon? Ja, der läuft schon, okay. Der Zombie geht mir ein bisschen auf den Geist gerade oben. Kill ich gleich mal. Extractor MK2. Ach, Mensch. Ich brauche ein Chassis, genau. Logistik-Chassis MK1. Genau, das ist einfach so und so. Huch. So, und das haben wir, das haben wir. Zack, zack, zack und zack. Dann machen wir so und machen wir so. Und dann müsste das doch jetzt theoretisch... Ja, es läuft, okay. Gut, jetzt haben wir eine automatische Itemverarbeitung. Na gut, noch nicht ganz automatisch. Zum vollautomatischen fehlt ihr noch, dass wir die Dusts verarbeiten. Dazu müssen wir gerade mal die Dusts hier rausholen. Dust, genau, so geht das am einfachsten. Iron, Gold, Copper und Tin. Und die müssen wir jetzt... Ich weiß gar nicht, ob man das einfach so da rein tun kann. Mensch, jetzt komme ich hier nicht durch. Ich muss das hier mal noch ein bisschen erweitern. So. 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 Und so. Genau, jetzt geht das auch hier rüber. Perfekt.
und wird hier verarbeitet und kommt hier wieder raus und geht zurück ins System. So, dann haben wir eine automatische Itemverarbeitung. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Die kann jetzt arbeiten. Auch wenn wir nicht auf dem Server sind, ist ja alles Chunkloader, dies, das, ne? Funktioniert ja super. Dann können wir uns jetzt theoretisch... Sprach wieder schon. Können wir uns jetzt theoretisch mal hier drum kümmern. Wir wollten das mit dem Solar Panels machen. Die Itemverarbeitung muss natürlich jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Damit wir ein bisschen Rohstoffe und so kriegen. Haben wir noch Glasfaserkabel haben wir hier. Nehmen wir die mit. Ja, los. Wir sollten vielleicht noch... haben wir vielleicht noch eine Bedbox hier? Nehmen wir nicht. Schade, 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 schade. Bedbox, die war doch relativ easy. Ja, genau. Da brauchen wir ein bisschen Tin. Ich suche einfach, ehe ich mich hier... So. 1, 2, 3, 4 ist eine Batterie. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Und Redstone haben wir da drüben noch. Und wir brauchen noch Copper Cable. Nehmen wir mal 64 Stück. Genau. Oh, ich liebe dieses automatische Crafting-System. Das ist auch sehr geil, seitdem ich das in unser System mit eingebunden habe. Na, kommt's? Kommt's oder kommt's nicht? Jetzt kommen sie. Jetzt sind sie da. So. Okay. Tin. Redstone. Und, ach, hier haben wir ja sogar noch. 1, 2, 3. Und das da oben kann gleich liegen bleiben. Ein bisschen Holz. Holz, 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 Holz. Ein bisschen Holz müsste ich auch mal wieder sammeln. Ist ja aber kein Problem, weil wir ja die Power Armor haben. Und die Power Armor powert ja jetzt auch unsere Geräte, die wir benutzen. Also auch die Kettensäge und so. Finde ich übrigens auch sehr cool. Ist ein echt geiles Feature. So, brauchen wir nur eine Bett? Ich hätte vielleicht auch zwei gemacht. Aber wir machen erstmal nur eine. Mal gucken, wie sich das... Zunächst erstmal entwickelt. Wir wissen ja auch noch nicht, wie viel Strom das Ganze frisst und so weiter und so fort. Erstmal würde ich jetzt eine veranschlagen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich müsste ja eine ziemlich zentrale Stromversorgung bauen. Machen wir die mal hier hin. So, und der müsste sich füllen. Ja, genau. Da füllt er sich und machen wir das unterirdisch. Unterirdisch wäre fast... Wäre fast das Beste, was wir machen können. Also von der Stromversorgung jetzt her. Oder, naja, mit dem Wasser ist es natürlich... Tricky, tricky, tricky. So, vielleicht mache ich es auch... Nee, das ist auch doof. Ich baue vielleicht... baue ich hier so ein Haus drumherum? Das könnte ich natürlich... Das könnte ich natürlich auch noch machen. Na, Erde habe ich jetzt keine dabei. Naja, gut, hole ich dann welche. Ist egal. Machen wir erstmal hier auf und gehen wir erstmal mit dem Kabel hier runter. Hier einen müssen wir noch runter. So, wo? Nicht absaufen. Zack. Und ja, dann reißen wir hier erstmal auf und machen, schließen die hier erstmal an. Zack. Und zack. Und zack. So. Wow. Ich stehe drauf, dieses Walk Assist oder Upstairs Assist, ich weiß gar nicht, damit, wo man halt so über ein Block hohe Dinger laufen kann, Blöcke, das ist ein bisschen tricky manchmal, wenn man da so irgendwie, ja, ist nicht, manchmal nicht so cool. Oh, cool, es verbindet sich, oh geil. Und arbeiten die jetzt schon? Also Energie kriegen sie und der kriegt noch keine Energie, achso, der ist noch nicht angeschlossen, okay. Jetzt ist er aber angeschlossen. So, den zieht natürlich jetzt ein bisschen was ab, aber das ist auch nur, weil der sich jetzt auffüllt. So sollte das sein, genau. Und der füllt sich auch schon wieder auf. So, dann brauchen wir hier eine Redstone Engine und zwei Wooden Waterproof Pipes. So, ich muss das mal wegmachen. Ich habe immer die YouTube-Playlist von ihm runtergeladen, von 5XL. Ich hätte mir vielleicht mal die Arbeit machen sollen und alles einzeln runterzuladen, aber das ist immer so ein bisschen Aufwand. Wir haben sogar noch einen Redstone Engine. Geil, 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 geil. Wooden Waterproof Pipe. Super, es läuft ja. Und golden. Nehme ich gleich mal die 40 hier mit. Schad ja nicht. Eine Kaktusfarm wollte ich auch noch machen. Oh, ich habe so viel vor. Ich habe so viel vor. Mein jugendlicher Geist. Oh, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Ach, Mensch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da bauen wir weiter.
Ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und habt euch noch einen schönen Abend oder so. Keine Ahnung. Bye bye, tschüss.